Soll ich es dir nochmal zeigen? Wie man Kreide dran macht? Nee, wie man Kreide dran macht, wie der Lift aussieht. Aber ich kann dir auch gerne zeigen, wie man Kreide an die Hände macht. Ich probier's mal. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mal nicht in der Eisenhöhle, auch nicht in einem Bodybuilding-Studio, weil wie Sie sehen Sie nichts. Keine Fitnessgeräte, aber jede Menge Fitnessstangen, wo wir schon zum Hauptteil kommen. Denn neben mir steht nichts Geringeres als unser Max Lang, German Weightlifting. Und was er genau macht, wer ihn nicht kennt, das kann er selber erzählen. Aber die meisten kennen ihn, das weiß ich nämlich genau. Wir haben nämlich schon ein paar Videos gedreht und wir haben schon ein paar Mal Bodybuilding-Training gemacht. Wir haben sogar mal was ganz anderes gemacht, Timber Sports, wo wir mit der Axt gekloppt haben. Auch hier in meinen YouTube-Videos könnt ihr euch das anschauen im Nachgang, wenn ihr Bock habt. Ja, und heute machen wir das lang ersehnte Weightlifting-Training, wo schon viele gesagt haben, hey, jetzt war der Max schon ein paar Mal bei dir, wann machst du denn mal Weightlifting? Also Max, ich bin heute voll in deinen Händen, mach mich nicht kaputt bitte. Yes. Ja, wir haben das steht schon relativ lang auf unserer Bucketliste, ja. Und jetzt ist endlich die Zeit ran, wo ich sage, Tim, jetzt geht's los. Zu heute, also erstmal freue ich mich riesig, dass du da bist. Das Danke. Wird super interessant, wird glaube ich auch für mich eine neue Erfahrung. Wir machen ein kleines Warm-up, gucken dann mal, was die Mobility so hergibt, weil das bringt nichts, wenn du nicht mobil genug bist für, sag ich mal, Reisen oder Stoßen, dich da irgendwo reinzuzwingen, ist doof. Deswegen gucken wir da mal, vielleicht brauchen wir da ein bisschen mehr Zeit und wenn das läuft, dann versuche ich dir so ein bisschen ganz einfach die ersten Schritte für das Reisen, für das Stoßen und wenn wir es noch schaffen, nochmal Richtung Kniebeuge, wobei das kannst du ja recht gut, habe ich gesehen. Ja. Anzugehen und das wird, glaube ich, ganz nice. Wir haben sogar schon mal Kniebeugen zusammen gemacht, wo ich einen Tag zuvor ein Trainingsvideo gedreht habe, wo ich beide trainiert habe, aber ich hatte so Bock drauf. Das war dann, wo war denn das? Im Smart Games Gym, da, Smart Gym. Ja, da haben wir uns, glaube ich, mit das erste Mal gesehen. Das war durch Zufall so, dass du da warst und ich habe schon Brust trainiert, wie gesagt, einen Tag vorher Beine und sah dann Max, kannte ihn natürlich, haben uns dann sofort super verstanden und er sagt, ja, ich mache jetzt auch noch ein Video mit ein bisschen Squats und ich sage, na komm, dann mache ich halt mit. Und stell dich noch mal ganz kurz vor, nur so das Gröbste für die Leute, die dich nicht kennen, falls jemand dabei ist, der hier neu auf dem Kanal ist. Okay. Mein Name ist Max Lang, ich bin Gewichtheber, bin quasi Profi, das heißt, ich verdiene damit mein Geld, wobei das stimmt nicht ganz, ich bin bei der Bundeswehr, bin Sportsoldat und verdiene darüber mein Geld, bin aktuell Europameister im Stoßen und ja, großer Fan von Tim. Danke. Wie alt bist du? Ich bin 28. Ach, echt? Ja. Ich dachte, du bist ein bisschen älter schon. Ja, nicht so. Siehst zwar nicht älter aus, aber ich dachte, du wärst ein bisschen älter. Und bei euch gibt es auch Gewichtsklassen, ne? Genau. Das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen im Wandel. Aktuell hatten wir quasi jetzt die 73er, deswegen musste ich auch so krass abnehmen. Ich bin ja von 81 gekommen. Sag nur, du musstest mal auf die Ernährung achten. Ja, ich musste mal auf die Ernährung achten. Aber das hat ganz gut funktioniert, aber trotzdem war mir das ein bisschen zu krass. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Ja. Ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe mich auch, wenn ich mich selber gesehen habe auf Bildern, dachte ich auch, das sieht ein bisschen krank aus. Hast du Krafteinbußen dadurch, durch diese Diät? Ja, auch. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich neben meiner Fettmasse, die ich hatte, auch Muskelmasse abnehmen musste. Ja, klar. Und da bleibt um ins Gewicht die Kraft ein bisschen, genau, ja. Bleibt die Kraft ein bisschen hängen. Ja. Und jetzt ist es ja ganz neu, die Karten werden quasi nochmal neu gemischt. Es haben sich für nächstes Jahr neue Gewichtsklassen angekündigt, aber keiner weiß, wo die hinführen. Deswegen ja, esse ich gerade so, wie ich Bock habe, natürlich gesund. Nicht ganz übertrieben gesund, aber normal und wiege jetzt, glaube ich. Ich glaube, heute waren es bei der Sportärztlichen 80 Kilo. Okay. Normalerweise bin ich so bei 78, zwischen 78 und 80 und damit fühle ich mich eigentlich echt wohl. Okay, und bevor wir jetzt loslegen, vielleicht noch, das interessiert die meisten immer, so zwei, drei Zahlen, Daten, Fakten, so Reißen, Stoßen, Kniebeugen, was ist so dein Arbeitsgewicht, würde man im Bodybuilding sagen? Ja gut, Bestleistungen, wenn wir jetzt von der 81er ausgehen, habe ich 158 gerissen, 193 gestoßen. Alter Falter. Front Squats war ich bei 215
Und Back Squats müssten so 2,35 gewesen sein. Alter Falter, mit 80 Kilo. Jo. Leck mich am Arsch. Ich wiege jetzt 120 Kilo und habe ungefähr wahrscheinlich noch nicht mal diese Kraftwerte, wie ihr gerade aufweist. Ist keine Entschuldigung, aber Weightlifting ist sehr, sehr, sehr viel Technik auch, ne? Jo. Das steht und fällt auch mit der perfekten Technik. Im Bodybuilding kannst du dann schon mal so ein bisschen noch Cheat-Training machen, so ein bisschen abfälschen und so. Und irgendwie kriegst du schon noch rausgezaubert, Hauptsache von A nach B, aber bei euch ist schon sehr, sehr viel Technik, ne, dabei. Ja, also Technik vor allem auch, um die Last effizienter zu heben, aber auch um einfach ein bisschen gesund zu bleiben. Gesund, genau. Die perfekten Hebelverhältnisse auszunutzen etc. Genau. Okay, ich würde sagen... Das wirst du heute noch spüren. Das werde ich heute noch spüren, deswegen labern wir gar nicht mehr so lang und legen einfach mal los. Okay. Max, holst du mal an meinem Körbchen da drüben. Da muss so ein Döschen drin sein mit Koffein-Tabletten von ESN. Meinst du die blauen? Thank you. Bevor wir jetzt loslegen, ein bisschen Gewichtheben zu machen, kommt jetzt erstmal eine ganz kleine Erwärmung. Wir haben uns schon ein bisschen warm gemacht. Tim und ich waren schon auf dem Ergo, haben Herz-Kreislauf ein bisschen hochgefahren und jetzt kommt dieses ganz klassische Gewichtheber-Warm-Up, was ich damals schon als kleiner Bub in Chemnitz gelernt habe. Wir fangen oben an und das wird, glaube ich, auch schon interessant mit Armkreisen. Tim hat mir vorhin gesagt, er hat ein bisschen Muskelkater, deswegen sieht es jetzt noch ein bisschen grob aus. Ein bisschen ist gut. Pass auf, kannst du dem hier entgegengesetzt? Ja, nicht ganz. Fang oben an, einer geht nach vorne, einer geht nach hinten. Ach, hör doch auf. Das war nämlich der erste koordinative Test. Was machen die Schultern? Ja, cool. Ja. Wir machen dann immer noch dieses Dehn. Ja. Aber das wird dir wahrscheinlich nicht reichen, da musst du wahrscheinlich... Stocken nehmen oder so, ne? Oder an die Wand oder dieses Flying... Hirsch in der Ecke. Ich gehe an die Wand. Das sind Kniebeugeständer. Was man aus Kniebeugeständern heraus nicht machen darf, sind Bizep Curls. Warum? Wenn man das nicht macht. Okay. Das ist so ein Gewichthebergesetz. Machen Gewichtheber überhaupt Bizep Curls? Bizep Curls? Ja, meistens im Winter. Ich habe mal Stretching nach so einer App gemacht. Wo das halt in der App jemand vorturnt und der hat das mal gemacht in so eine Ecke gehen und da kannst du halt immer einfach einen Schritt näher gehen und je mehr du nah gehst, desto mehr Stretch halt ist, ganz logisch. Kannst dann auch die Position verändern. Hast du da immer so eine Ecke dabei? Eine Eisenhöhle habe ich in der Ecke, wo nichts ist. Okay. Ich meine, wir machen nachher an der Hantel eh noch ein bisschen Mobility. Das ist das. Viele fragen mich, was machst du denn für Mobility? Sag ich, eigentlich gar nicht so viel, weil das meiste kommt tatsächlich an der Hantel. Ja. Und wenn ich am Tag zweimal trainiere, dann mache ich automatisch Mobility mit. Ja. So, jetzt gehen wir eins tiefer. Dann machen wir ein bisschen Hüftkreisen. Da wird es jetzt super interessant, weil das wird jetzt eine Position, die, da muss ein gewisser Wohlfühlfaktor sich irgendwann einstellen, nämlich die Gewichtheberung. Vielleicht auch eine kurze Rüberziehung, oder? Ich kann dir meine geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann funktioniert. Ja, in der Position muss man sich als Gewichtheber oder als angehender Gewichtheber, wirklich dich ja jetzt dazu zähle, einfach wohlfühlen. Und hier kann man wirklich auch alles machen. Guck mal ein bisschen eingehen. Und irgendwann. Ich muss sagen, hier fühle ich mich auch wohl, das mache ich vor dem Kniebeugen auch oft. Ja, da nimmst du ja dieselbe Position ein. Da kannst du hier mal die Knie nach innen fallen lassen. Bleib mal sitzen, nimm mal deine Hände hoch.
Wir nehmen noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich muss die Brust noch ein bisschen aufdehnen, glaube ich. Drückst du mal den Knüppel leicht runter? Sagst du Stopp? Ja. Bisschen mehr. Feuer. Noch ein bisschen. Noch mehr. Yeah, buddy. Und gut. So, jetzt können wir es mal probieren. Das ist schon was ganz anderes. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen so allmählich an. Ich mache jetzt mal eine andere Reihenfolge, wie ich es normalerweise machen würde. Wir fangen oben an, weil dann machen wir noch ein bisschen Mobility dazu. Mhm. Ich würde dir jetzt quasi, ja gut, Ständer brauchst du jetzt eigentlich nicht, weil ich gehe davon aus, dass du 20 Kilo über Kopf kriegst. Ja. Und dann versuchen wir da nochmal schön langsam runter in die Hocke reinzubremsen. Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es später beim Reisen schaffen, weil da muss er ein bisschen schneller arbeiten. Ja. Gehen wir wahrscheinlich über den Stand. Ja. Aber das werden wir alles sehen. Das entwickelt sich dann, je nachdem, wie es läuft. Ja. Dann würde ich dir nämlich meine Handel gleich mal in die Hand drücken. Oh, die Heilige. Ist das wirklich deine? Und jetzt sind das nur du immer? Naja, ich bin halt kein Egoist, deswegen dürfen wir auch andere Handel trainieren. Okay. Hätte ja sein können, dass wirklich hier nur 10 Leute trainieren und jeder hat seine Handel. Nee, also das ist, bei uns gibt es ja auch keine Star-Allüren oder so ähnlich. Das, was hier drin ist, gehört eigentlich hier. Okay. Ja, also wenn hier ein paar Terra-Bänder rumliegen, dann ist das immer das Zeichen dafür, okay, jeder darf benutzen. Sind die zufällig auch aus dem Weightlifting-Shop? Ganz zufällig. Das sind die Nike Omaleos 4. Die sehen auch nice aus. Mit denen fahre ich ganz gut. Ja, also der Vorteil bei Gewichtheberschuhen, und das spreche ich jetzt deswegen an, weil ich ganz viele im Fitti sehe, wo ich sage, lieber Gewichtheberschuh. Ja. Wir haben eine super stabile Sohle. Also in den Schuhen laufen macht jetzt wenig Spaß. Ja. Und wir haben hinten eine leichte Erhöhung, aber auch nicht zu viel. Das soll so ein bisschen Stabilität auch in der Hocke nochmal bringen. Vor allem, wenn du Probleme hast, in eine Hocke zu kommen. Was die meisten eigentlich haben. Genau. Meistens sind ja bocksteif, wenn ich die sehe, wie die Kniebeugen mal mit ihren Turnschuhen gehen. Und heben die Fersen hinten so ab und oh. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist bei, sag ich mal, Schuhen, die so eine Schaumstoffsohle haben, ab einer gewissen Last sinkst du halt ein. Ja, ja. Das siehst du halt pervers. Und wenn ich dann manchmal ein bisschen genauer hingucke, sehe ich wirklich, wie die beim Runtergehen, wie halt der Fuß ein bisschen nach außen geht, wieder nach innen, mal ein bisschen nach vorne. Mhm. Und das muss ja alles irgendwas ausgleichen. Das arbeitet sich dann vom Fußgelenk hoch ins Knie, Hüfte und zum Schluss. Ich weiß nicht, warum ich Schmerzen habe. Ich ziehe es zum Beispiel im Beintraining ab. Dann mache ich am Anfang meine richtig schweren Grundübungen, wie Squats oder sonst was, Hackenschmidt. Da ziehe ich sie an, danach ziehe ich sie aus, weil ich so bei Strecker, Beuger, dann fühlt es sich halt nicht so nice an. Ja, nee, also mache ich aber auch so. Wenn ich im Fitti bin, ziehe ich sie auch nur an, wenn ich irgendwie in die Richtung Squats gehe. So, das kannst du mir jetzt schon mal ein bisschen nachmachen. Wir nehmen nochmal die Gewichtheberhocke ein. Achte darauf, dass du, das hast du eigentlich intuitiv schon recht gut gemacht, eher hüftbreit, ne, weil deine Schulter ist ein bisschen breiter. Ja, das passt schon so, ist alles in Ordnung. Und die Füße sind immer leicht nach außen rotiert, machst du auch schon. Hat damit zu tun, dass dann die Knie auch in die Richtung gehen. Ne? Ja. Wenn du jetzt so stehst und drückst deine Knie nach außen, ist das irgendwann mal unbequem. Ja. Und auch für die Kraftübertragung hilft. Genau. Und hier, das ist meistens noch so eine Position, wo ich noch mal kurz so ein bisschen durchgehe. Man merkt auch bei diesem Ganzen, am Anfang habe ich gedacht, was macht der für ein Gehampel da? Aber je mehr man sich so in dieser Position bewegt, wie du schon gesagt hast, da fühlt man sich irgendwann wohler, auch koordinativ so, ne? Ja. Du bist so ein bisschen Herr der Lage dann irgendwann so. Und am Anfang habe ich mich nicht so wohl gefühlt wie jetzt, so nachdem ich es ein paar Mal gemacht habe. Schon krass eigentlich, obwohl man nur in der Hocke ist. Ja, ja.
Aber für viele ist es ja auch schon so ein Problem, in die Hocke zu gehen, ohne dass man halt jetzt sitzt wie auf High Heels. Ja, ja. Das ist eben das Ding. So, als nächstes, ich mach's kurz vor, dann machst du es nach. Normal aufstehen und wir versuchen die Hantel hier schön nah am Körper erstmal über Kopf zu bringen. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen breiter zu fassen. Ich habe Breite. Einfach damit die Hantel nicht hier vorne steht, sondern wirklich hinten drin ist. Okay. Die Anpassung von der Griffbreite würde ich jetzt noch nicht machen, weil wir müssen jetzt quasi mit deiner Mobility arbeiten, so wie es geht und nicht geht. Ja. Da wirst du aber selber auch Feedback spüren und mir geben können, ja. Dann können wir da anpassen. Genau. Das ist ein Problem, auch so bei meinen ersten Sätzen Kniebeugen kann ich die Hantel immer nie so sauber im Nacken ablegen. Nach 2-3 Sätzen geht's dann, weil die Brust dann so spannt, weißt du? Aber das ist ja dann auch wieder quasi die Mobility beim Gewicht. Genau, genau. So, aus der Position die Hantel einmal über Kopf bringen. Und jetzt versuchen quasi die Hantel über Kopf langsam in die Hocke zu balancieren. So weit wie es geht. Wieder hoch, die Taste uns langsam ran. Wieder langsam runter, versuchen wirklich die volle Belastung auf Mittelfuß zu spüren. Und die Hantel ist genau am Schwerpunkt. Wenn der Michi jetzt von der Seite guckt, müsste die Hantel, wenn man jetzt einen geraden Strich zieht, genau durch meinen Mittelfuß gehen. Schaffe ich halt kaum, weil die zu weit vorne hängt. Ja. Ne? Deswegen muss ich quasi mit der Kraft nach hinten drücken. Gar nicht so schlecht. Ich würde auch sagen, ich habe es schlimmer mir vorgestellt. Ja, und jetzt kannst du noch mal kurz so ein bisschen durchbewegen. Ja, und die Scheiße geht sehen aus. Bisschen locker machen. Aber das ist ja quasi diese Endphase des Risses, dass du von hier oben runterbremst in die Hocke. Ja. Und übertreiben wir mal, hätten wir jetzt gleich angefangen, wenig Zeit investiert ins Warm-up, einfach drauf losgehoben, dann würde das bei dir wahrscheinlich so aussehen und direkt nach vorne wandern. Ist auch so, Wollen wir aber nicht. Deswegen ein bisschen Zeit investieren jetzt. Gilt auch für euch. Dass du versuchst, wirklich, wenn du es jetzt auch machst, versuch wirklich mal reinzufühlen in deinen Körper. Der gibt dir immer Feedback. Ne? Dann weißt du auch schon fürs nächste Mal, wo muss ich wieder ein bisschen mehr Zeit investieren, was passt schon. Ruhig ein bisschen breiter fassen. Ja, versuch dir gegenüber so einen Punkt zu suchen, den du die ganze Zeit fixierst. Weil damit bist du auch immer in einer Schiene. Nachdem das jetzt funktioniert und ich weiß, du kannst auch in die Hocke gehen mit Hand über Kopf, kommt jetzt quasi das, was wir normalerweise anfangen. Dafür hole ich dir mal, nicht sauer sein, technisch halten. Können wir uns darauf einigen, dass wir einfach gar nicht verraten? Okay, ich pack dir jetzt mal die 25er auf die Hantel und dann gehen wir das schön an. Man könnte jetzt theoretisch hier sagen, okay, wir nehmen auch noch eine Technikstange dazu, die wiegt so 7 Kilo. Okay. Das ist dann wirklich nicht viel, aber da du ja eine gewisse Grundmasse schon mitbringst, brauchen wir da jetzt nicht groß rumspielen. Wir haben jetzt verschiedene Phasen beim Reisen. Wenn wir jetzt anfangen, die Ausgangsposition, also quasi die Startposition, damit beginnt alles. Das wird so ähnlich sein, wie was wir gerade schon gemacht haben, wo ich gesagt habe, du stehst so ein bisschen hüftbreit, Füße nach außen rotiert. Die Knie gehen auch nach außen, nicht nach innen. Ja. Hast du schon richtig erkannt, fühlt sich auch unnatürlich an. Ja. Von der Griffbreite würde ich jetzt erstmal so breit bleiben. Mhm. Das ist bei mir ungefähr hier. Hook Grip. Dann suche ich mir einen Punkt geradeaus und fixiere ich über den ganzen Lift. Und dann spanne ich mich rein. Und hier musst du darauf achten, Brust raus. Mhm. Sollte bei dir kein Problem sein. Schulterblätter hinten zusammen, dass du die Hantel richtig einklemmst. Mhm. Dann haben wir eine kurze Schultervorlage, weil du brauchst einen Hebel. Mhm. Und gleichzeitig geht der Po ein bisschen hoch in der Startposition. Mhm. Wir heben noch nicht weg. So. Wenn das drin ist... Ah, dann baust du so eine Vorspannung mit auf. Genau. Das ist ganz wichtig, weil wenn du die nicht hast,
ziehst dich nach vorne. So, und aus der Position hebst du jetzt erstmal ganz langsam wie ein Deadlift an. Ja. Erstmal nur bis hier in die Hüfte. Ja. Es ist quasi die erste Zugphase. Interessant wird dabei dann, wie du die Kniepassage umgehst. Da kann ich dir aber auch nochmal ein, zwei Tipps geben. Schon gar nicht so schlecht. Achte darauf, dass du den Punkt suchst geradeaus. Weil der Kopf steuert ganz viel. Wenn du jetzt nach unten guckst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen automatisch nach vorne gehen. Ja, das ist tatsächlich ein Bodybuilding-Training auch so. Ja. Versuch es noch ein bisschen langsamer. Weil wenn du es noch langsamer machst oder so langsam wie möglich, dann spürst du auch wirklich, wo was ist. Na, du bist jetzt ein bisschen zu aufrecht. Jetzt kannst du zwei Optionen wählen. Entweder du gehst ein bisschen mehr mit der Schulter nach vorne oder du hebst den Po noch ein bisschen an, was ich vorhin gesagt hatte. Ja. Du sitzt und hebst den Po ein bisschen an. Weil du brauchst den Hebel, der ist zu aufrecht. Aber so habe ich schon Spannung drin. Ja, oder? Ja, aber das wird ja nicht dabei bleiben. Ich greife dich an. Achtung, ja. Hier ein bisschen höher. Ja. Brust raus. Ja. Dann ist das eigentlich eine gute Position. Ja. Ja, okay, ja, fällt mir schon auch der Start eigentlich noch. Ja. Siehst du? Weil du ein bisschen mehr aus dem toten Winkel raus bist unten so. Genau, ja. Das musst du jetzt merken. Ne? Also, ich habe es ein bisschen gesehen, aber da brauche ich dann auch immer dein Feedback, ob das gut ist. Jetzt könnte man natürlich, ich tue das ganz kurz angehen. Du hast eine Schultervorlage. Wenn du, je nachdem, wie stark du im Rücken bist, kannst du die auch ausprägen. Also, es gibt Gewichtheber, die heben so weg. Dann kommen die hier quasi mit ihren Knien gar nicht erst in Berührung mit der Hand. Das kann ja nicht wehtun. Das Problem bei der Position ist, du musst dann diesen Hebel auch auflösen können, quasi Rücken. Das funktioniert aber in einer gewissen Last nicht mehr ganz so gut. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mit der Schultervorlage nichts anfangen, da hebe ich immer nach vorne, weil die Last zieht ja. Deswegen versuche ich quasi beim Wegheben aufrecht zu starten, und nehme aber Knie und Gesäß nach hinten. Mhm. Dass ich quasi hier in der Passage die Knie zurücknehme, hier wieder ansetze und hier quasi direkt den zweiten Zug einleiten kann. Mhm. Dass du das mal gehört hast. Ja, das könnte jetzt nicht so 100% voll. Das kann ich dir noch sehen. Ja, das kann ich dir zeigen. Ich zeig dir mal beide Beispiele. Der stellt sich am besten an die Seite. Genau, das sieht man besser, ja, also es gibt jetzt die Typen, die haben eine recht ausgeprägte Schultervorlage. Ich sag mal so. Ja. Und wenn du jetzt mal guckst auf Hantel und Knie, ziehe ich sie hier auf. Ja. Komm am Knie vorbei. Ja. So. Das war die Option, wo du aber dann später auch diesen Rücken erstmal öffnen musst. Ja. Meine Startposition, mit der ich ganz gut fahre, weil ich vor allem meine Schenkel einsetzen kann und Kniebeuge kann ich ja ganz gut, bin ich recht aufrecht und beim Wegheben nehme ich meine Knie weg. Ah, okay, ja. Rein, Knie weg und dadurch, dass die Last hängt, zieht die mich ein bisschen nach vorne in der Zeit, wo ich quasi mit Knie und Gesäß zurückgehe. Mhm. Aber wenn ich die Kniepassage überwunden habe, bin ich genau am Schwerpunkt und kann aufstrecken. Mhm. Also das Zweite hört sich technisch eigentlich kluger an, weil du ja den Hebel verkürzt dadurch. Ne? Genau. Ja, okay. Das war eben mein Problem, dass ich halt oftmals, ist bei mir viel verpufft, das wird jetzt ein bisschen biomechanisch, aber dadurch, dass die Hantel quasi permanent vorne ist, musst du zur Hantel arbeiten. Ja. Das heißt, du bist nicht in deinem Schwerpunkt, der essentiell wichtig ist für die Kraftübertragung, sondern du bist im Schwerpunkt der Hantel. Ja. Und dann musst du machen, was die Hantel dir sagt. Ja. Und dann wird es unsauber oder halt ist halt nicht so effizient. Ja, also bei sowas kommt mir tatsächlich mein Maschinenbau zugute, weil ich so über Kraft- und Hebelverhältnisse ganz gut Bescheid weiß und mir das immer so ein bisschen mechanisch vorstelle. Also ist das eigentlich schon klüger, was du machst. Die anderen, die so arbeiten und diese Kniepassage mit dem Rücken quasi überwinden, ja, das ist einfach so die plumpe Art und Weise oder so. Die müssen halt viel mehr Spannung im Rücken aufbauen. Plump nicht, ich sag jetzt mal übertrieben, es ist eine Übungssache. Ja, und das ist schon technisch klüger, weil du den Hebel ja kürzer machst
und arbeitest mehr mit Technik, also einmal Knie rein, Knie raus, Hüfte raus. Also hört sich rund an irgendwie. Ich probiere es mal. Ja. Und genau das ist das, was ich jetzt will. Wenn ich selber Seminare gebe, dann stelle ich beide Varianten vor und jeder soll probieren. Gibst du Seminare? Ja. Kann man dich da buchen für? Ja. Habt's gehört. Ich kann es empfehlen, also bis jetzt bin ich zufrieden mit meinem Seminarleiter hier. Und bei mir ist es zum Beispiel so, also ich finde, die Oberkörperposition passt. Du kannst noch ein bisschen höher mit deinem Po gehen. Wenn ich weghebe, ist für mich Orientierung immer das Schienbein. Ja. Na, also nicht, dass du die Hantel ins Schienbein reinrammst und einmal hochziehst, das tut dann irgendwann weh. Aber wenn ich weghebe, und was ich dir vorhin gesagt habe, Knie und Gesäßachse gehen ein bisschen zurück, dann weicht mein Schienbein inklusive Knie der Hantel einfach aus. Ja. Und das ist für dich quasi genau das Maß, was du mit dem Po zurückgehen musst. Schön langsam. Nice. Der hat dir gefallen, ja. In die Richtung soll es gehen. Und bevor das nicht sitzt, brauchst du gar nicht weitermachen. Kannst du also merken, bis hierhin kontrolliert arbeiten und hier wirst du explosiv und ziehst aber trotzdem am Oberschenkel entlang. Ja, also sieht dann zum Schluss so aus. Ja. Aber erstmal bis hierhin ziehen, sauber und fühlen. Und bei mir ist es dann zum Beispiel so, mit der Technik hebe ich halt gut vom Gefühl her, weil ab einer gewissen Last, ich sage jetzt mal so 145, alles was drüber ist, gehe ich sehr aufrecht rein und ich hebe komplett nach hinten. Mhm. Einfach bei 145 nach vorne ziehen. Mhm. Ja, und jetzt kannst du dir überlegen, hätte ich die Schultervorlage, würde ich wahrscheinlich nach vorne ziehen. Mhm. Ja. Gut. Jetzt können wir die Überstreckung angehen. Musst du mir jetzt sagen, ob du das mit 40 machen willst, weil das hast du ja gerade schon gemacht, oder ob du erstmal trocken üben willst mit 25? Ich würde sagen, ich überlege. Würde ich auch sagen. Und versuch, wenn wir das jetzt machen, versuch mal wirklich für diesen Augenblick in zwei Phasen zu denken. Ja? Erste Phase ist quasi der Zug bis Hälfte Oberschenkel und die zweite Phase ist das Überstrecken. Reinspannen, bis hierhin, dann die Überstreckung. Ja, und du ziehst quasi, es ist ab hier, du gehst ein bisschen hin, nicht zu viel, aber gleichzeitig und primär vor allem kommt der Rücken. Okay. Das ist jetzt quasi, du löst jetzt hier diese Schultervorlage aus. Und dann wird diese Hantel im Schwerpunkt, wenn du jetzt mal guckst, ne, die Hantel ist jetzt wieder Mittelfuß, wird die hier aufgestreckt. Ja. Schön nah am Körper, damit wir im Schwerpunkt bleiben, ja, weil hier ist auch wieder die Aussage, ne Maß, das hier ist schwerer als das hier. Ja. Ja. Und so ist es mit der Hantel auch. Ja. Das ganz stinknormale, einfache Physik. Ja. Und Bier. Dass das jetzt am Anfang noch nicht so zu 100% funktioniert, ist völlig klar. Ich muss eher sagen, dafür, dass du es jetzt das erste Mal richtig machst, geht es schon relativ schnell. Okay. Das kommt aber, das ist im Gewichtheben so, das kommt über die Wiederholungen. Mhm. Man sagt, bis sich ein Bewegungsablauf richtig eingeprägt hat, braucht man mindestens 1000 Wiederholungen. 1000? Ja. Boah, ich bin auf 100 getippt. Du brauchst halt auch ein bisschen Gefühl im Muskel. Ja, ja. Ne? Aber das ist ja wie im Bodybuilding, ich sag mal, man sagt ja immer die Pumper. Aber die Pumper und der Bodybuilder sind zwei Paar Schuhe. Also Pumpen, das kann jeder irgendwie, ne? Aber
da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Wenn ich trainiere, ist es wahrscheinlich nochmal 100% effektiver, effizienter, als wenn irgendein Pumper trainiert. Ja klar, ja, das habe ich ja auch gemerkt, dass ich bei dir, dass da schon auch ein bisschen, Muskelgefühl, schon ein bisschen so, ne? Tiefer geht. Und das ist ja das Ding, oder das wenn man zum Beispiel beim Motocross zuguckt, das sieht so urschwer aus, ist es auch, oder bei anderen Sportarten. Und hier ist es so, das sieht halt so leicht aus, auch wenn du das machst, denkst du, naja, vom Boden aufheben, hochwegen. Ich meine, bei viel Gewicht sieht es auch schwer aus, ohne Frage, aber vom rein technischen Aufwand sieht es relativ leicht aus, aber auch im Bodybuilding, aber man wird sich umgucken, wie komplex es halt doch ist. Ne? So, das klappt ganz gut bis jetzt. Wir haben die Startposition, wir haben den ersten Zug, wir haben den zweiten Zug trainiert. Jetzt bringen wir die Hantel mal über Kopf. Im Gewichtheben sagen wir dazu Kraftreisende, wenn der ein oder andere Crossfitter jetzt zuschaut, Muscle Snatch. Okay. Sieht wie folgt aus. Ich zeige es erst und dann gehen wir das langsam durch. Auch hier wieder schön alle Phasen abarbeiten. Korrekte Startposition. Erster Zug, zweiter Zug und dann war das quasi das Umkupieren. Das ist der Kraftriss. Aha. Und jetzt hast du die Hantel auch über Kopf. Aha. Das ist quasi die Hälfte vom Riss. Und das kriegen wir auf jeden Fall. Sorry, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, um dann quasi wirklich in Full Snatch zu gehen. Was ich jetzt von dir will, ähnlich wie ich gerade eben, korrekte Startposition, erster Zug, zweiter Zug. Ordentlich arbeiten, darauf achten, Belastung immer auf Mittelfuß und nah am Schwerpunkt. Aber soll ich jetzt schon den Kraftriss direkt machen? Ja. Okay. Bevor du loshebst, für die Zuschauer, würde es jetzt vielleicht ein bisschen grob aussehen, aber wir wissen ja, der Tim hat hier oben ordentliche Pakete. Das muss jetzt nicht so aussehen wie bei mir. Angeber. Ja. Versuch's mal in einem flüssigen Zug. Und der Mob davor. So weit waren wir noch gar nicht. Ach, scheiße. Ne? Warte mal kurz. Was man jetzt halt gesehen hat, der Tim arbeitet sehr viel mit Kraft. Ja. Kommt vielleicht. Ist es jetzt so, wie du gesagt hast, dass ich viel vor Kopf arbeite, dass ich noch näher am Körper ran muss? Ja, das habe ich gar nicht gemeint. Okay. Aber du ziehst quasi bis hier hin und dann machst du das hier aus der Kraft heraus. Ja. Aber wir nehmen ja hier quasi Geschwindigkeit auf, muss dir vorstellen, das ist hier wie bei Super Mario Kart, diese gelbe Bahn. Ja, da brauche ich schweres Gewicht, so fühle mich verarscht, ganz ehrlich. Ja, wir machen auch 200 Kilo. Wir machen auch erstmal nur den Ablauf, du darfst ja gerne an 40 gehen. Okay. Wir können auch gerne noch ein Battle machen. Nee, nur für dich zur Verdeutlichung, ja. Hier Hantel an den Oberschenkel und beschleunigen. Und dann fliegt die ja eigentlich von alleine. Ja. Natürlich musst du hier aktiv mitarbeiten, gerade dieses Umgruppieren. Ja. Das ist hier, da musst du aktiv bleiben. Ich glaube, wenn es schwerer wird, und ich unterbreche, wenn es schwerer wird, macht man es, glaube ich, automatisch, dass man dann da auch beschleunigt. Weil sonst merkt der Kopf, Alter, ohne Beschleunigung schafft es jetzt nicht, oder? Ist das so? Ja, man sagt halt, was man mit leichten Lasten nicht kann, kann man mit schweren auch nicht. Okay, gut. Aber deswegen, es ist völlig in Ordnung, dass du mich kritisierst, weil es viel zu wenig Last ist. Aber, sage ich dir, wir gucken jetzt erstmal, dass der Ablauf drin ist. Der muss nämlich in deinen Kopf rein, weil sonst wird es mit 40 nichts. Ja, aber das ist eine gute Devise, wer es mit leichten kann. Weil dann geht es wirklich über die Technik, nicht über das Gewicht. Ausschließlich jetzt. Ja. Und immer Technik über Gewicht. Ja, genau. Ja, erstmal gar nicht so verkehrt. Okay. Willst du die 40 mal probieren? Gerne. Soll ich dir nochmal zeigen? Wie man Kreide dran macht? Nee, nicht wie man Kreide dran macht, wie der Lift aussieht. Aber ich kann dir auch gerne zeigen, wie man Kreide an die Hände macht. Ich probier's mal. Ja, das ist jetzt der Punkt, man hat wieder was Neues gelernt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Last drauf. Da werden viele ein bisschen panisch, übertrieben gesagt. Ja, ich freue mich dann eher so ein bisschen, weißt du, so das Sportlerherz geht dann auf. Ja, das ist schon mal gut. Aber denk dran, ja. Korrekte Startposition einnehmen, sauber bleiben, ordentlich den ersten Zug, den zweiten Zug einleiten und dann aktiv mitarbeiten. Lass ihn fliegen. Mhm. Warte. Wir machen im Gewichtheben eigentlich selten mehr als 30. Ich weiß. Was mir noch auffällt, zeige ich dir kurz. Ja, gerne. Wenn du weghebst, geht die Hand dann noch ein bisschen nach vorne. Die ist hier
und dann tust du hier nochmal wie resetten. Mhm. Versuch, deswegen habe ich gesagt, versuch die Hantel gerade nach oben zu nehmen und das mit deinem Schienbein, also quasi Kniegesäß, auszugleichen, dass wenn du die Kniepassage überwunden hast, du direkt wieder hier bist. Und dann kommt hier dieses explosive Überstrecken. Okay. Ja? Weil du bist hier, dann tust du nochmal resetten und dann geht es hier so nach vorne. Ja. Du lässt quasi Potenzial liegen. Okay. Wenn du hier bist, wirklich auch wieder volle Belastung auf Mittelfuß und dann primär aus dem Rücken. Versuch den Hebel wirklich zu öffnen. Rücken, Rücken, Überstreckung. Mach mal bitte einmal einen vollständigen, ohne Pausen. Okay, ja. Also ich mach da nichts mit Kraft. Ja. Das kommt alles über die Beschleunigung. Krass, aus der Hüfte, so aus der Beschleunigung. Ja, wird besser. Mich hast du gesehen, oder? Näher am Körper gewesen. Das war besser. Jetzt hat sie Kontakt mit dem Knie. Tut auf Dauer weh. Man muss jetzt noch ein bisschen mehr mit Kniegesäß spielen. Genau. So, jetzt machen wir das, was du vorhin schon aus Versehen gemacht hast, nämlich in die Hocke gehen. Okay. Ja? Dadurch machen wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen die Hocke klar, dass sie weiß, was auf sie zukommt. Oder dass dein Körper weiß, was auf ihn zukommt. Und dann ist der nächste Schritt quasi, ich habe es dir vorhin schon gesagt, dass wir den Standriss machen. Power Snatch. Das heißt, du machst wieder nichts anders, nur dass du jetzt nicht stehst und so machst, sondern quasi in der Umgruppierphase unter die Hantel gehst. Mhm. Das ist die letzte Stufe, bevor es in den Full Snatch geht. Okay. Und dann haben wir den Riss schon. Okay, dann einmal vormachen. Ich zeig dir nochmal beide Varianten, ja, damit du den Unterschied erkennst. Zuerst der Kraftriss. Und jetzt der Power Snatch. Und achte mal auf meine Füße. So stand ich eben. Jetzt stehe ich so. Ja. Ich sage, das sieht nicht als Laie fast gleich aus, außer dass du nochmal in die Hocke gehst. Genau, das ist aber der Unterschied. Ach, das ist der Unterschied? Genau. Okay. Normalerweise, deswegen habe ich ja gesagt, achte auf meine Füße, normalerweise ist das der Punkt, wo du die Füße neu setzt. Ne? Aber ich habe für mich herausgefunden, dass es mehr Sinn macht, die Füße nicht zu setzen. Sondern weil direkt ich dann, so zu starten. Genau, weil ich länger Gas geben kann und früher abbremse. Dadurch sieht das jetzt ein bisschen gleich aus. Aha. Aber der große Unterschied ist dieses Abtauchen. Aha. Okay. Du kannst langsam dich hinarbeiten, aber wir hatten ja eh gesagt, du machst nochmal den Muscle Snatch. Mit tief. Genau. Um mich ranzutasten. Genau. So machen wir das. Das wird immer besser. Ja, kämpf. Jetzt warst du wieder ein bisschen schneller, bist wieder ein bisschen schlampig geworden. Ja, das ist immer, deswegen sage ich immer, versuch, langsam ist das falsche Wort, aber kontrolliert zu heben. Ja. Ja, weil wenn man schnell wird, dann neigt man immer dazu, dass man dann halt ein paar Phasen vergisst. Plötzlich vergisst man den Kontakt im Oberschenkel herzustellen und dann geht alles so ein bisschen in den Arsch. Mhm. Verstehe. Das ist eine Gefühlssache ein bisschen. Feeling. Genau. So, willst du jetzt mit Abtauchen machen? Das mit dem breiteren Stand ist ganz viel individuelles Gefühl. Du könntest jetzt theoretisch so stehen bleiben, wie bisher auch, über Kopf gehen und dann sagt dir dein Körper spätestens, wenn du in die Hocke gehst, ich muss ein bisschen breiter. Habe ich gerade gemerkt. Ich stand beim zweiten Power Snatch. Genau, Power Snatch, andere Full Power Snatch. Ne? Wir haben gerade eben Muscle noch gemacht. Jetzt theoretisch mit Abtauchen machen wir dann. Genau, jedenfalls stand ich beim zweiten Versuch enger und dann hat der Kopf gesagt, Alter, jetzt stehst du zu eng. Mhm. Also stehe ich nochmal breiter. Aber guck mal, das ist das, was ich meine. Du kriegst vom Körper immer Feedback. Ja. Warum sollst du dieses Feedback ignorieren? Ja, aber das ist halt, ich glaube, da ist gerade der Hund, der Hase im Pfeffer begraben, wie sagt man, auf dieses Feedback auch hören zu können. Ja, man muss es halt einordnen können.
Ja, aber deswegen arbeiten wir uns ja langsam ran. Wir machen jetzt den Power Snatch, den Standriss. Und du guckst einfach mal in deinen Körper, wie läuft's. Im Übrigen kann man hier eigentlich in der Phase, wo man es erlernt, nichts falsch machen, weil selbst wenn ihr es falsch macht, also im Optimalfall steht einer daneben, der sagt, das war jetzt nicht so gut, aber selbst wenn ihr es falsch macht, dann wisst ihr, wie es sich falsch anfühlt. Ja. Also das ist auch ganz viel Experimentieren, was passiert, wenn ich das mache, was läuft gut, wenn ich hier mal was mache. Ja. Einfach damit du alle Facetten mal so ein bisschen ausprobiert hast. Sag was. Der war viel zu schnell. Wie in die Hose geschissen irgendwie. Versuch locker zu bleiben. Das sind 40 Kilo, die scheißen sich eher vor dir in die Hose. Genau. Das war schon von der Geschwindigkeit her besser. Jetzt können wir hier und da ein bisschen anpassen. Jetzt kommt die vorletzte Stufe zum Full Snatch, der Standriss. Und da machen wir auch wieder den Zug mit aktivem Umgruppieren, nur dass du jetzt unter die Hände gehst. Sollte theoretisch so aussehen. Ne? Viel zu schnell. Nee, mach ich nicht. Aber dass du das verstehst. Ne? Ja. Also alles das, was wir bis jetzt gemacht haben, muss trotzdem bedacht werden. Mhm. Also nicht, dass du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt Standreisen, den ganzen Scheiß, was wir bis jetzt gemacht haben, weg, mach jetzt was Neues. Mhm. Erst die erste Phase, dann die zweite, dann die dritte, schön abarbeiten. Mhm. Bei den leichten Lasten ist das ganz wichtig. Für das Grobe ist das, bin ich damit echt zufrieden. Okay, danke. Man kann jetzt natürlich noch herkommen und sagen, ja, aber hier, guck mal da und guck mal da. Natürlich, aber dafür, dass du heute das erste Mal gerissen hast. Ich mache meine Hausaufgaben. Ja, eben. I'll be back. Jetzt bin ich der festen Überzeugung von. Und du lernst Gewichtheben auch nicht an einem Tag, ne? Weil viele, und jetzt kann ich euch wieder ins Gewissen reden, viele sagen, ja, ich habe es versucht, aber nach einer Woche hatte ich noch nicht so wirklich Ergebnisse, ich habe es gelassen. Ja, eine Woche. Ich lerne seit 14 Jahren Gewichtheben. Ja. Also ihr braucht da echt ein bisschen Motivation und auch den Willen, Durchhaltevermögen, das durchzuziehen. Ja. Das, was du jetzt heute gemacht hast, bin ich echt zufrieden mit. Also so als Profi-Bodybuilder würde ich sogar sagen, weil ich es jetzt auch das erste Mal mache, ich werde es so in geringem Stil beibehalten, weil ich glaube, dass ich auch im Bodybuilding von dieser Koordination mit profitieren kann. Definitiv. Obwohl ich zwar die Disziplin so nicht mache, aber allein schon durch dieses, was du schon sagst, Mobility während der Übung, finde ich gut. Also ich denke auch, Schaden wird es auf keinen Fall. Und vor allem, wenn du es halt richtig machst, technisch korrekt, da bin ich immer am Guck, ne? Ja. Auf Insta, dann wird das super. Ja. Ich habe übrigens auch von euch Gewichthebern schon was gelernt. Die Pause. Nee, die mache ich nicht so gern. Ich habe oft das mal bei uns, wir haben auch so ein paar Gewichtheber, zum Beispiel die Leni Mai, die kennst du, die folgt dir auch, ein großer Fan von dir. Mhm. Wie sie richtig heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Und die trainiert immer Gewichtheben und filmt sich dabei. Und am Anfang dachte ich so, wie blöd muss man sein, sich ständig während der Übung zu filmen, so, ne? Weil ich so dachte, so als Bodybuilder, das spürt man doch. Und dann habe ich meine Eisenhöhle, habe ich mir jetzt so ein Kamerastativ und mache immer mal Stories von meinem Training. Und deshalb habe ich das quasi mich auch gefilmt. Und habe mir dann abends meine eigene Story mal angeschaut, so, was hast du heute gemacht? Und habe dann gesehen, dass ich das optisch, dass es ganz anders aussieht, als es sich angefühlt hat. Also macht es doch Sinn, sich ab und zu auch mal abzufilmen. Also auch für euch. Definitiv. Auch wenn es für einen Außenstehenden selbstverliebt aussieht. Aber filmt euch mal eine Übung ab, guckt euch die an und ihr werdet manchmal erstaunt sein. Ihr denkt, ihr zieht linear gerade runter, dabei baut ihr einen Moment auf oder sowas, ne? Ja, vor allem, man kann, wenn man es dann normal aufnimmt, auch schön in Zeitlupe nochmal. Ja, ja, genau. Ja, bei uns sieht man halt vieles mit dem bloßen Auge nicht mehr. Vor allem schnell ich, so, ne? Weil es so schnell ist, dann nehme ich das auf. Selbst mein Trainer hat da manchmal Probleme. Wenn ich sage, oh, der war nicht so geil,
der hat es gar nicht gesehen. Ne? Und dann gehst du in die Slow-Mo und dann siehst du, klar, da hast du hier ein bisschen geschlampt, dann sieht sich das halt einfach durch den ganzen Lift durch und dann zum Schluss weißt du, was du anders machen sollst. Genau, und ich habe das, wie gesagt, immer ein bisschen belächelt und dann dachte ich irgendwann, naja, die hat doch so ein cooles Stativ, die filmt sich immer, holst du dir auch mal, habe es dann für Instagram quasi gemacht und dann dachte ich so, cool, und seitdem mache ich das wirklich öfter mal, dass wenn ich Übungen, wo ich denke so, irgendwie könnte geiler sein oder so, dann filme ich mich und dann korrigiere ich mich quasi selbst. Ja, also stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist ein guter Tipp. So, Tim, das ist eine Konzentrationssache, ne? Ja. So süß, wenn du die fallen lässt. Ich habe da so einen Kopf drin im Studio. Ich hasse das, wenn irgendwelche Vollidioten 20 Kilo Kurzhandel drücken machen und schmeißen die weg. Und dann denke ich immer, wenn ich 80 Kilo sauber weglege, schaffst du es bei 20 auch. Naja, aber wenn die Soft ablegen würden, dann würde ja keiner bemerken, dass sie da sind. Gute Devise, ja. Okay. Bisschen Last drauf, oder? Bisschen Last drauf. Du musst dir eigentlich, das ist total einfach, du musst dir halt immer nur wieder durch den Kopf gehen lassen, worauf achte ich. Ja. Startposition, damit fängt es an. Wenn die schon scheiße ist, wird der ganze Lift scheiße. Ja. Merkst du jetzt bei 50 Kilo vielleicht noch nicht so ganz, aber später mal bei 150 könnte das ein bisschen nach hinten losgehen. Das hier, du hebst ein bisschen, wenn du auf die Hantel guckst, gehst ein bisschen nach vorne. Ja. Dabei musst du das gar nicht, guck mal, wie viel Platz da noch ist. Ja. Zwischen Knie und Hantel. Und jetzt hebst du frei. Quasi kein Kontakt am Oberschenkel. Viel mit Kraft gemacht, musst du aber gar nicht. Da muss noch Kontakt am Oberschenkel sein? Genau, du hast jetzt also viel Kontakt. Also legst die quasi ab, mehr oder weniger? Genau, ich lade die wie auf. Okay. Und dann strecke ich mich da quasi über. Du hast hier deinen Kontakt und dann geht's aus dem Rücken, Hüfte nach vorn, natürlich nicht zu viel, aber aus dem Rücken beschleunigst und dann, das funktioniert schon richtig gut. Aber das habe ich wahrscheinlich eben einfach nicht gerafft, dass du die richtig mehr oder weniger ablegst auf dem Oberschenkel. Dann hast du es jetzt gerafft. Ja. Drum sind Videos gut. Da haben wir es wieder. Ne? Deswegen hatte ich vorhin gesagt, gerade beim Wegheben, weil du ja so viel Platz hattest, bei mir ist das Schienbein immer die Orientierung. Ja. Wenn ich jetzt Kniegesäß nach hinten nehme, öffnet sich ja auch dieser Winkel. Ja. Dann kann ich hier schön reinspannen, nehme die Hantel mit. Ja. Es ist sogar manchmal so, wenn es richtig schwer wird, dass ich mich so sehr nach hinten lehne, dass ich schon fast auf die Ferse komme. Und wenn du die Hantel hier hast? Rücken. Aus dem Rücken und die Hüfte geht quasi nach. Natürlich hast du hier auch Druck, weil die Überstreckung passiert ja quasi hier. Ja. Aber wenn du jetzt den Rücken vernachlässigst und dich nicht aufstreckst, dann streckst du dich so. Genau. Und die Hantel geht hier hin. Genau. Deswegen musst du dich hier überstrecken, damit die Hantel auch in diese Richtung geht. Okay. Dein Kopf weiß ganz genau, was zu tun ist, nur fehlt noch so richtig die Verbindung zum Körper. Ja. Müsst ihr jetzt noch 1000 Versuche machen nach deiner Devise. Richtig. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du morgen nochmal reißen würdest, würde es schon ganz anders aussehen. Weil die Erfahrung mache ich beim Seminar, dass es an dem einen Tag noch ein bisschen grob ist, weil es neu ist. Und am nächsten Tag, wenn über Nacht dann der Kopf das alles verarbeitet, dann sitzt das viel besser. Okay, und damit ich quasi, das ist ja quasi meine Hausaufgabe, und damit ich meine Hausaufgabe auch vollständig machen kann, sagtest du ja, dass beim Stoßen das etwas ähnliche Abläufe sind. Ja genau, also beim Stoßen ist ja der einzige Unterschied, ist, dass der, also du hast ja im Stoßen Umsatz und Ausstoß und der Umsatz ist grundsätzlich nicht anders als der Riss. Du greifst ein bisschen enger, deswegen ist die Oberkörperposition ein bisschen anders,
aber du musst genauso überstrecken, nur dass die Hantel nicht über Kopf geht, sondern hier abgelegt wird. Okay. Theoretisch ist der Umsatz sogar leichter. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Weil dann ich sehe ja auch mal, wenn du Front Squats machst, ich schaffe das gar nicht so zu halten. Das ist echt unmöglich für mich. Also ich mache Front Squats so oder so. Ich weiß. aber, also ich würde sagen so, ich würde gerne noch mal ein bisschen Gewicht aufladen, noch mal 2-3 Wiederholungen machen, so quasi einfach jetzt mal so für mich, für mein eigenes Gewissen. Dann würde ich das als Hausaufgabe mitnehmen, diese Übung. Ich schicke dir dann noch mal ein Video. Ich bitte darum. Und du kannst mich dann korrigieren. Und dann machen wir noch mal einen ganz kurzen Exkurs ins Stoßen. Und dann können die Zuschauer schreiben, ob es denen gefallen hat und ob sie vielleicht so ein Video noch mal sehen wollen, wo wir das Stoßen noch mal richtig ausführlich angehen. Passt das? Ich kann das Stoßen auch gerne vormachen. Ja, gerne. Aber dann können ja die Zuschauer schreiben, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video mit Max gefallen hat, ob wir nochmal eine Fortführung von Weightlifting machen sollen. Es gibt ja auch noch mehr Sachen. Wir können mal richtig Squats machen, so wie der Max die macht. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können auch mal Bankdrücken machen. Bestleistung übrigens 130. Ey, ja, gut. 80 Echt? Kilo, ja? Ja, gut. Da weiß ich nicht, was ich gewogen habe. 130 ist nicht schlecht. Mein normales Wenn du das sagst, dann... Ja, mein, guck mal, schau mal, ich wiege 120 Kilo, mein normales Trainingsgewicht so mit, auf Reps sind 160 so. Auch nicht viel mehr. Ja, ist wirklich nicht viel mehr. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. 130, 160. Naja, 80, 120. Das ist dasselbe. Und was haben wir jetzt drauf? Ja, ich mag es nicht sagen, weil das so lächerlich ist gegenüber Max, aber es sind 70 Kilo, immerhin. 70 Kilo ist richtig stark, dafür, dass du es heute zum ersten Mal machst. Okay. Aber dann musst du jetzt natürlich auch abliefern. Ja, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ach ja, mache ich mich über 70 Kilo lustig und dann schaffe ich es nicht mal. An der Hand wird übrigens nicht gelabert. Sehr gute Devise. Nice. Ja. Ein Zehner können wir noch mal machen, oder? Also für die Formel 1 reicht es noch nicht, jetzt, weil... Wir arbeiten heute das erste Mal zusammen an der Langhantel. Wir müssen noch ein bisschen Zeit. Ey, also 90 ist schon ziemlich krass. Normalerweise gebe ich da nicht das Go für, aber... Darf ich dir erzählen, dass du mich bedroht hast? Das Erste, was ich von Max lang gelernt habe, ist das hier. Pause machen, labern, trinken. Loko schlürfen. Hast du das erzählt, dass ihr im Trainingslager sogar manchmal einen Weizen zwischendurch trinkt? Das kann ich sagen. Also ein alkoholfreies Weizen. Oder ein Malzbier. Malzbier, ja. Ah, wir trinken doch keinen Alkohol. Nein, nein, ich bin von alkoholfrei ausgegangen. Aber du hast erzählt, ihr macht durchaus manchmal zwischen den Trainingssätzen irgendwie mal ein bisschen länger Pause, schnackt ein bisschen, dann geht's weiter, oder? Nee, ein bisschen länger Pause nicht. Also wenn wir im Training sind, dann guckt schon auch ein bisschen der Trainer, dass wir da nicht so labern. Es sei denn, du tanzt das als Technik. Aha, okay. Weißt du? Aber danach haben wir dann Zeit dafür. Aber so zwischendurch, also je nachdem, wenn alle dann Kniebeuge drauf haben, ja klar, da gehst du auch mal hin, sagst und... Ja. Wie geht's dir so? Nice. Udesheim goes up. 90 kilograms. Next lifter, lang, please prepare. Denk dran, alles so schön durcharbeiten wie bisher auch. Auf geht's. Das ist nicht
zu sehr aufs Überstrecken konzentriert und habe die Koordination verloren. So, pass auf. Gehen wir das mal langsam durch. Das ist das, was ich gemeint habe. Kippst hier ein bisschen. Aber... zu früh versucht runterzukommen. Ja, aber da muss ich dir jetzt auch ganz ehrlich sagen, da ist die Last zu hoch für. Da reicht das Gefühl noch nicht aus. Ja. Aber dass du 90 schaffst, steht außer Frage. Ja, ja. Ich würde jetzt noch mehr schaffen, aber da wird halt die Technik leiden. Ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck. Jetzt würde ich auch sagen, Höhe lasse dich nicht gehen. Ja, es kann trotzdem passieren, dass du mal irgendwie doof kommst und dann hast du dir irgendwas. Naja, bringt ja auch nichts. Das bringt nichts. Aber bis 70 sah das schon recht gut aus. Okay. Jetzt versuchst du halt mehr. Jetzt kommt dieser Notfallplan quasi vom Körper. Kraft. Ja. Und da hast du ja noch. Das ist aber, was du sagst. Wenn du es leicht schaffst, dann schaffst du es auch mit schwerem Gewicht technischer zu bleiben. Mhm. Ja. So, das Reisen soll heute erstmal so gewesen sein. Ich muss erstmal meine Hausaufgaben machen. Max sagt, Hausaufgaben machen, Technik manifestieren. Also wir haben ja gesagt, 1000 Mal muss ich es mindestens machen, damit es einigermaßen sitzt. Und deswegen macht der Max jetzt noch ein bisschen Stoßen vor. Ja, ein bisschen. Das ist aber das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das ist mein Orientierungspunkt. Ja. Manchmal ist das hier ein bisschen offen, weil wenn die Handel scharf ist, tue ich in dem kurzen Moment wirklich Kontakt haben und dann... Okay, ich weiß ja, ich muss immer vorsichtig sein, weil du hast ja auch strikte Trainervorgaben. Ich weiß noch, beim letzten Mal hast du gesagt, ich darf heute nicht mehr als 200 Kniebeugen machen, weil dann schimpft mein Trainer. Dürftest du jetzt hier für die Fans auch nochmal eine Ladung drauf machen? Oder könntest du, wolltest du? Also 90 ist schon ziemlich schwer gewesen. Ne? Für dich? Ja, wir machen jetzt noch 120. Ich habe mich halt nicht groß erwärmt. Ne? Mehr erklärt. Wir machen jetzt mal noch 120. Ich denke, die kriege ich noch hin. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, dann müsst ihr das sagen. Ja. Dann kann ich im nächsten Video, nämlich auch wenn der Tim... das Stoßen angeht, gleich nachdem er mir das Reißen nochmal gezeigt hat, da prüfe ich nämlich gleich mal seine Hausaufgaben, dann können wir da nochmal ein bisschen höher gehen. It's up to you. Oh. Guck mal, wie er trägt, ne? Jetzt zeige ich dir meinen Weg. Über die Zehner drüber. Ein schöner Trick wäre es gewesen, wenn sie jetzt schon so drauf sind. Ja, normalerweise funktioniert das auch genau so, aber gerade nicht. Profi-Effekt. Soll ich nochmal zeigen, wie man Magnesium an die Hände macht? Zeig mal, ja, mach mal ein Tutorial. Hier, das hier, dann einmal schön. Ist natürlich doof, weil meine Hände waren ja schon. Wichtig ist, dass man nicht zu viel drauf hat. Es ist ja kein Schnitzel, das ihr einpanieren wollt, sonst wird es nämlich auch gleich wieder rutschig. So, wie sagt ihr... Weightlifter, Max Lang, 120 Kilo. Und wie sagt ihr dann? Sportfrei. Jetzt sagen sie im Osten. Ihr sagt sportfrei. Sagen sie im Osten. Ey, das ist kein Diss gegen Ossis oder so. Ich habe ganz, ganz viele Freunde. Es gibt ja sowieso eine, gibt ja nur noch eine Gemeinschaft. Aber meine Freunde aus den neuen Bundesländern, Sachsen, Thüringen und so weiter, die schreiben immer, sportfrei, mein Freund. Ja. Also ich bin ja auch halber Ossi und ich habe das jetzt nicht als... muss man mal dazu sagen, fühlt sich immer jeder auf die Füße getreten. Ja, aber in dem Fall fühlen sich nur die auf die Füße getreten, die sich tatsächlich auch auf die Füße getreten fühlen wollen. Ja, aber... So lässt man übrigens richtig fallen. Der Max ist ein richtiger Profi-Instagram-Weightlifter, weil deine Session war genau eine Story lang. Das steckt jetzt mittlerweile schon im Blut. Okay, das war ganz in Ordnung. Wir können uns auch darauf einigen, dass du mir nur sagst, was gut war. Ja, das war gut.
Stand, ja. Also ich muss sagen, so fürs erste Mal 120 bin ich zufrieden. Nee, ist schon cool. Aber was echt witzig aussieht, ist diese Kopfnicken hier. Ja, das ist Gigi D. Ist das? Greg Meyer von Family Guy. Tütüt. Kannst du mal coole Musik? I like to move it. I like to move it. I like that. Ja, so ein paar Eigenarten, die schleifen sich natürlich dann schon auch ein über die Jahre, gebe ich dir. Aber cool, ja. Tim, ich weiß gar nicht, ob du schon Technikposter von mir hast. Ich habe auf jeden Fall Technikposter aus dem Weightlifting-Shop. Sehen die so aus wie die? Ja. Nee, ich habe keins. Ich wollte mir eins bestellen beim Erik. Aber ich weiß nicht, ob die ausverkauft waren oder ob ich einfach nicht gemacht habe. Aber die waren kurz ausverkauft, weil die echt beliebt waren. Wir haben aber jetzt einen Restock. Ich glaube nämlich zu der Zeit, als sie ausverkauft waren, habe ich da bestellt. Weil ich habe mir so ganz beim Erik, also wenn wir reden vom Erik, dann ist das der German Weightlifting Shop, wenn ihr irgendwie Equipment braucht, das ist ganz cool. Und da habe ich zum Beispiel so meine Stirnbänder bestellt, die ich immer so mal ab und zu trage. Bist du zufrieden mit deinem Schützling? Also dafür, dass es heute das erste Mal war, dass er richtig Gewicht hin gemacht hat, bin ich super zufrieden. Wir haben, glaube ich, viel rausgeholt. Klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass man am ersten Tag nicht gleich alles auf die Kette bekommt, ist völlig normal. Ich bin mir sicher, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird es schon ganz anders aussehen. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel, weil ihr müsst nämlich entscheiden, machen wir noch ein Video mit dem Tim, wo ich A, überprüfe, ob das Reißen sich entwickelt hat und B, das Stoßen mit ihm angehe, oder lassen wir es sein. Na, da entscheidet ihr. Hast du überhaupt noch mal Bock auf Gewicht heben? Auf jeden Fall. Ich würde am liebsten sofort jetzt nur mehr Gewicht machen, aber ich darf ihn nicht. Der Tim ist heiß, das ist auch gut so, der ist hungrig, aber man muss ihn jetzt aktuell noch ein bisschen einbremsen, weil Technik vor Last. Ja, ich will mich natürlich auch nicht verletzen, aber du hast es ja schon gesagt, wenn ihr es sehen wollt, ob ich meine Hausaufgaben mache, also ich übe das tatsächlich jetzt in meiner Eisenhöhle und schicke bei WhatsApp Max dann immer so ein bisschen Updates, und wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Für mich war es das heute schon mal, also die erste Disziplin hat schon mal einigermaßen geklappt, also Hausaufgaben machen. Für mich gibt es jetzt mein Post-Workout, mein Tank-Up, und wie immer, ich bin natürlich weit hierher gefahren. Wenn euch solche Videoprojekte gefallen, die mich supporten möchtet, unterstützen möchtet und natürlich weitere Projekte sehen wollt, könnt ihr mich unterstützen mit dem Einkauf bei ESN und mit meinem Rabattcode BEEF. Dafür danke ich euch auf jeden Fall schon mal. Ja, und bedanke mich bei meinem Trainer hochoffiziell. Vielen Dank, Max, hast du sehr gut gemacht. Mir hat super viel Spaß gemacht. Gerne. Ich würde dich gerne mal, weil bei uns gibt es auch Gewichtheber, ich würde dich gerne mal in meine Eisenhöhle einladen für ein Weightlifting-Seminar. Also, das machen wir mal, glaube ich. Können wir mal drüber reden, ja. Okay, also bis dann. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich nehme den mal kurz auf. Ah, da war knapp. Ich habe noch einen. Achtung. Sauber.